Ja, willkommen zurück hier bei Supermarket Simulator. Beim letzten Mal haben wir unseren Kredit abbezahlt. Allerdings haben wir hier jetzt noch 50 Millionen Rechnungen, die wir eigentlich heute bezahlen müssen. Zumindest eine. Die haben wir jetzt bezahlt. Das ist doch gut. Und ja, wir sind arm. Was soll ich sagen? Wir sind sehr arm. Und ja, ich nehme das mal raus. Vielleicht können wir uns dann früher was anderes leisten. Ja, wir sind sehr arm, was soll ich sagen? Sehr arm. I think he would not take anything. I just said seriously if I done that. Exactly. You got it. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den Kredit zumindest fast abbezahlt. Wir können auch mal ein paar Bücher bestellen hier. Die gehen ja eigentlich sogar ganz gut weg, ne? Da war ein Typ, der hat irgendwie drei Bücher vom selben gekauft. Ja, will er wahrscheinlich dann dreimal hintereinander lesen. Oh, so stumpf, ich lieb's. So, ich bestell das schon mal. Oh nein, jemand braucht Hilfe. Haben wir noch Käse? Ja, noch ein bisschen. Oh, sie hat zwei Packungen gekauft. The ABC Book is mine. Oh, I know. Don't even start with what? What are you talking about? Oh my days. Amazing. Where is the ABC book? I think the ABC book is a little too advanced for you. It's for kids at the age of 4. I think you need the colors book. You know, this on in the front is green and this on the upper one is blue and this at the bottom is yellow. I think you need that. Oh, wir haben noch voll viel Geld gerade übrig. Ich bin schock. Vielleicht kann ich ja ein paar, obwohl nee, ich sollte keine weiteren Kredite bezahlen. Am over 4 years old. You are? I have not expected that. Ach so, sie braucht Hilfe. Wusste ich nicht. Ach Gott, gerade ist ja richtig, richtig leer, ne? Eigentlich sollten wir uns einen kleinen Kredit nehmen und richtig hier wieder auffüllen. So maybe you need the book. I won't share. This is a book for you. Do you really think a 4-year-old can type a million books about some friendship stuff? I don't know. You need the book, I won't share. Ich sterbe, wieso ist das so dumm? Ja, Kai muss nämlich lernen, wie man teilt. What's the black one? I don't know. It looks like some emo situation. Mother and child. Gut. Oh, we are in debt again. Das ist nicht so gut. Habe ich eigentlich noch was gekauft? Nee. Oh oh. Go to the share book, yes. This is you. Gott, sind wir arm. Also wirklich, der ganze Laden ist leer. Ich denke nicht, dass wir uns heute noch die nächste Lizenz kaufen können. Aber ich bin am Überlegen, sollen wir uns vielleicht eine kleine Zahlung holen? Ja, komm, warum nicht? Wir brauchen Produkte, die wir verkaufen können. Und die Typen sollen mal was für ihr Geld tun. Oh, das ganze Geld ist schon wieder ausgegeben. Toll. Das ging schnell.
When should I send this book to Jack? I think, when he sends you some message. When he's like, hello, why are you not talking to me? Are you ignoring me? What happened? And then you will be like, you will drop the bomb. You will drop the book. Because I'm sending it regardless if he's messaged me. Now I wanna send this anyway. Then maybe you should wait until your last message is like 1 month ago. And yeah. I was thinking of sending this on Christmas, but this is very evil. Yes, do not do this. Ja, wir müssen eigentlich direkt hier wieder reinvestieren, ne? Eben war es ja sogar noch halbwegs voll, aber dann haben die wieder alles leer gekauft. Oh, ich sterbe. Ist aber auch schon irgendwie lustig, ne? Das kann ich nicht abstreiten. Kann bitte schnell jemand irgendwas kaufen? I think if I send this right now at the current way he is going, he wouldn't even see this until Christmas anyway. Yeah, that's a point. So I think you should send this on Friday because then he has like 2 days to get over it until school starts again. I think if I send this right now at the current way he is. Oh, this is just the Christmas message again. Amazing. I thought this is something new. You read it, yes. Ah ja, es wird doch langsam hier. Vielleicht machen wir erstmal jetzt den Laden wieder voll, bevor wir uns der nächsten Lizenz widmen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. I'm heavily considering sending this right now or by tomorrow. Yeah, why not? Send it right now. He will not see this until tomorrow anyway, so. Just do it. Ist eigentlich schon ein bisschen traurig, aber naja, was willst du machen, ne? Hundertzehn fehlen uns jetzt nur noch 53. No, because I sit next to him in some class, so I need to figure out how I am solving this issue like tomorrow. Then do it after tomorrow? Problem solved. Muss ich eigentlich noch irgendwas bezahlen? Nicht, dass ich wieder in die Insolvenz abrutsche. Oh.
Ich muss noch zwei heute bezahlen. Okay, ich muss noch eins heute bezahlen. Und wie sieht es mit dem anderen aus? Da ist doch safe auch wieder was. Nix gut. Nix gut. Gott, sind wir arm. Aber es ist auch irgendwie lustig. Also ich finde es lustig, dass man zwischendurch so arm ist. Ich könnte mir jetzt einfach wieder Kredite holen und alles abbezahlen und so. Aber ich finde, es ist viel lustiger, das so zu machen. Keine Ahnung warum. Und es erholt sich ja so langsam. Sehr langsam. I could include in this message tomorrow we can sit next to each other, but I won't be talking a lot, so when I say not a lot, I mean like never. I think you should do it on Friday. Friday after school. So are you reading this today, this book? I don't know. Maybe just send it and then I will read it. Maybe. Let's do this after the stream. I don't have much time, so. Maybe another day would be better. It will take 5 minutes to read. Imagine you are sending him a text that takes 5 minutes to read. Lovely. So, letzte Pe nee, voll, obwohl hier sind noch voll viele. Oha. It's not even a text, it's a PDF-Document. Oh. Yeah, please send it to Discord. I will read this after the stream. Einfach ein PDF-Dokument. Das gab's doch letztens erst irgendwo. Ich glaube, irgendwie Maoki hat das damals in dieser Annie the Duck-Thematik gemacht. War das nicht da? Und ich fand das actually eigentlich gar nicht so dumm. Also eigentlich, weiß ich nicht, was soll ich sagen? Ich finde es gar nicht so schlecht. Mach hier mal direkt auf. Wir sind arm. Bank kann ich noch ignorieren. Preisgestaltung. Fünf neununddreißig. Sieben. Nee, dann müssen wir 802 machen. 219. Zwei fünfundfünfzig. Okay, ich glaube, das war's. Puh. I think this might be too much for Discord. Ah, too much megabyte, so I might have to do some screen share stuff. I don't know. I think the final person I will tell the situation to is Jacob, or if he asks why I'm with them now, I will just explain a light version. Please try to send it to Discord. I need to see the error. This would be actually funny, but no, I think it's not too much. A PDF is really small. If you don't have like 50 pics in this, just text. Text is really small.
There's no pics, just 1000 words. So yeah, this should be working on Discord actually. Actually. I will try after stream, okay. So, ich mach mal Licht an. Und jetzt können wir bestimmt... Mann! 20 Cent? Ist das euer Ernst? Okay. Actually, I can check the size on it on my Mac. You're so smart. Cannot believe. Oh, jemand braucht Hilfe. Okay, it's literally 300 kb. Gut. Boah, die Abteilung hier ist ja auch komplett im Arsch, ne? Sagen wir es, wie es ist. Das Sushi lassen wir auch erstmal weg. Wir sind arm, wir können uns kein Sushi leisten. Aber Butter sollten wir schon noch anbieten. Mann, doch 200 Dollar fehlen. Ich bin echt immer mal wieder am Überlegen, ob wir uns nochmal einen Kredit holen sollten, um den ganzen Laden einfach so richtig ehrenlos voll zu machen. Ich meine, am Ende wird es uns halt mehr bringen. Aber, ich weiß es nicht. Wunderbar. Ja, komm, wir machen es jetzt. Aber wir machen das anders. Wir holen uns das für die maximale Zeit. Machen das weg. Dann machen wir die alle auch weg. Schon gefühlt wieder alles weg. Verwaltung. Die alle weg. Die alle weg. Die Hälfte ist weg. Amazing. Und jetzt können wir hier so ein bisschen was kaufen. Ja, hiervon kaufen wir auch zumindest eins. So, hier 2000 Dollar Lieferung, wunderbar. Machen wir mal zwei. So, 98 Dollar sind wir jetzt schon drüber. Einfach toll. Los, 22 Dollar kaufen bitte. Junge Frau, machen Sie schneller. Okay, die ist drüber. Noch 13. So. Da haben wir jetzt eine fette Bestellung. When I showed this guy how much words are in this, he said, what could you have possibly have written for it to be this long? It's just a whole book. Stimmt, wir haben nicht mal Alkohol gekauft, ne?
Das ist eigentlich schon crazy. Wir haben mittlerweile so viel Zeug. Und es liegt jetzt alles hier rum. I think whoever asked me why I'm there is the people I tell. I eventually tell everyone, but right now just those who ask. So you want to spill the tea. So, mal gucken. Ich denke, ja, ein paar werden jetzt noch was kaufen. Ja, wir werden sehen. Ist noch viel auf der Straße, es geht. Aber ist tatsächlich noch was da? Amy has no idea that I'm doing this plan, so she is still thinking I'm talking with him. You should tell your girlfriend. So, ist jetzt over. Sieht so aus. Gut, vielleicht, ich bin gerade wirklich am Überlegen. ABC-Buch ist teuer geworden. Oh, the Kai-Book is getting more expensive. Oh, es ist 8. Wir brauchen es. Seien wir ehrlich. So, ich droppe jetzt erstmal hier die Bestellung. Das war das alles. Dann kaufen wir jetzt auch ein bisschen Alkohol. Ich glaube, es ist wirklich auch ein bisschen schlauer. Hier war ja auch noch Alk. Ah, wir können es uns jetzt schon nicht mehr leisten. Toll. Da war der Kredit ja schnell verpufft. Oh. Es war halt wirklich einfach so puff weg. Ist schon irgendwie funny. Ich frage mich, wie hoch das hier gehen kann. Amy asked me what I was doing at lunch today and I just said, because I didn't want to say anything. You should tell her that you are with her crush right now. Wir tun es einfach, ganz ehrlich. Wir müssen jetzt ein bisschen investieren. Auch wenn wir eigentlich 22.000 sparen müssen. Wir haben uns wirklich gerade sehr, sehr krass tot gespart eigentlich. Deswegen. Es muss sein. So, er braucht Hilfe. Now because I believe that she might be jealous of this. I think she is already jealous. So.
Oh. Das sieht jetzt auch nicht so gut aus hier, ne? Ja, nur 10. Oh. Es war doch mehr. Aber jetzt wird's doch langsam wieder, hör mal. Because as I told you, she asked, how are you even friends with Jacob? And also because myself and Jacob have contact outside of school and Amy and Jacob don't have contact. Yeah. She just sent him follow requests. Amazing. Los. Wunderbar. Aber man muss sagen, also mit dem Auffüllen, das geht schon wirklich alles deutlich schneller. Das kann man ihn ruhig lassen. And Jacob ignored it and I would do the same, so no. You would not do this to your girlfriend. That's mean. Aber jetzt, es wird langsam, oder? Mein Gefühl sagt mir, es wird langsam. Ich muss zwar hier wieder einzelne Sachen nachkaufen. Ah, $3. Los, kauf was. So. Ja, die Alkoholabteilung. Dass man auch wieder direkt 800 los, ne? Och nö. Immer die mit ihrer Hilfe. Aber sie kauft schön viel, das ist gut. So. Erdnussbutter ist auch aus. Da muss ich mal gucken. Oh, hier fehlt einiges. Kauf mal wieder einfach von allem 2. Ich glaube, damit lösen wir manche Probleme schon mal. Hä, Erdnussbutter ist doch da. Vielleicht meinte die eine andere. Ach komm, $1. Ich kann nicht. Jetzt sind es zumindest 27. So. I was thinking of asking Jacob, do you want to walk past Amy right now to see if she is jealous, but I think I'm not gonna ask this. Please do it and record it. Like we would randomly just walk inside and walk past where she is and then we go outside for a few minutes and then we go back inside and walk past again. Amazing. It's totally not strange and weird.
Oh, wir konnten uns die Bestellung noch leisten. Toll. Ja, jetzt langsam lohnt es sich wieder. Die Regale füllen sich. Und ich glaube, vielleicht sollten wir bei der Taktik auch bleiben, dass wir immer so ein bisschen was bestellen. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Mann. Ja, ich denke, beim nächsten Mal werden wir dann darauf sparen. Werde jetzt auch weiterhin nochmal in den letzten Minuten hier ordentlich rein investieren. Und dann werden wir, denke ich, beim nächsten Mal dann alles wieder voll haben. Das Lager vielleicht noch nicht, aber den Rest vielleicht. Ich mache hier mal ein bisschen was leer, weil wir wissen nicht, was passieren wird. Nicht, dass die sich dann wieder beschweren. Oh nein, nirgendwo ist Platz. So, die sind noch alle ordentlich am Shoppen. I think next time Amy asks me this question of what I'm doing at lunch, I will just say I'm with these people and see her reaction. So nice. Wir gehen mal eine Runde. Es ist notwendig. Ja, es ist hier auf jeden Fall sehr viel zu sehen in dieser City. Bitte überfahren Sie mich. Hui. So. Sometimes she's just watching these people from kind of far, like sitting near them, but far enough away, just on her phone, and sometimes just looking at them. Some people told me this. Oh. So you should invite her to be with you. So, es wird weniger. No, I think you should. They all hate her, no. War da noch was? Ich weiß es gar nicht. Nee, anscheinend nicht. Okay. They do know. This is not true. So, ich bestell hier schon mal. Ich weiß gar nicht, habe ich das bestellt? Tatsache. Manchmal weiß ich gar nicht, was ich bestellt habe. Eine Milch können wir bestellen. Haben wir gerade jedes Produkt vorrätig? Nein. Das nicht. Das nicht. Davon können wir auch direkt zwei kaufen. So. Ja, hier wird es jetzt problematisch.
Haben wir hier noch so ein bisschen random Zeug ein? War das auf meiner Liste? Ich glaube nicht, war das auf meiner Liste? Was war auf meiner Liste? Oh. Okay, so geht's. Dann machen wir das so. Wir haben wieder ein paar Kartons. Ach, der Laden ist schon offen. Wunderbar. I think if I done this, they would not want me there anymore. Let's say I... In the event that Jack does message me, when do you think this will be? Like to ask me where I am. I'm not sure if this will ever happen. Ich denke auch, wir machen jetzt hier an der Stelle einfach den letzten Tag für heute. Denn ich muss ins Bett. Ich sag's euch, ich bin so müde, ihr glaubt nicht. No, me and you are talking after. I will give you 10 minutes and then I'm leaving without saying anything. That's rude, but okay. I don't give a fuck. I think you are familiar with rude people, so, okay. Muss Screenshots machen. Ich bin im Himmel. Lovely, so ist es. So, jetzt müssen wir diese Maschinerie nur noch irgendwie am Laufen halten, dass halt alles vorrätig bleibt. Hiervon können wir schon wieder eins kaufen. Hier leer, hier leer. Davon können wir schon eins kaufen. Milch können wir auch schon mal kaufen. Nudeln auch. Hiervon direkt zwei. So. Ja, da würde ich sogar noch eins von kaufen. So. Aha. Oh. How was the new job? It has not started yet actually. But I think this will be actually interesting, so. When does it start? It depends. I have to wait for some contract situation and then we will see. Oh, hello. Can you throw a package at the stairs on the outside of the building, if you know what I mean? Which stairs? Do you mean these? Yes, let me try. Close.
Ja. Gut. Dann hat sich das auch erledigt. Ich denke, das ist Geschichte. Ja, 2000 im Worst Case haben wir ein bisschen Sushi auf der hohen Kante, also kein Problem. POV, the delivery driver left it in a safe place, so ist es. Do you think we will ever get this? Vielleicht bleibt es da jetzt einfach für immer. Maybe this is the delivery for this TikTok guy that screams of this fire escape and screams like, "What's your favorite food? I will cook this for you." And this is the delivery for him. Now it's a feature of the KSMO building now, amazing. KSMO is in the building. Ja, ich kaufe mal direkt ein bisschen mehr. Das bestelle ich auch mal direkt. So, aber wir dürfen halt nicht vergessen, uns geht's gerade eigentlich nur so gut, weil ich die Rechnungen nicht bezahle. Das darf man halt nicht vergessen. Das ist eigentlich übel der Trugschluss, den ich mal wieder begehe. Weil ich einfach meine Rechnungen ehrenlos wegignoriere. Also ja, da kann man drüber diskutieren und sollte man auch. Vielleicht sollte ich einfach mal ein paar Rechnungen bezahlen. Was halten wir davon? Ach, das sind noch 2 Tage. Das sind noch 2 Tage. Ah, komm. Eine bezahlen wir mal. What even was it you throw? I think this was oil. I hope it's not alcohol. Huh. Oh, maybe I can get this? Huh. No. No, I think it will be there forever. Apple gave me a refund, 16 cents, amazing. So you're rich now. Rich guy in the building. So, der Laden sieht doch wieder gut aus. Hiervon können wir auch direkt 2 eintüten. Hier auch nochmal 1. Wieso kaufen die immer alle so viel Klopapier? Ich werde es nie verstehen. Hier herrscht anscheinend ein Mangel in der Stadt. So, jemand braucht Hilfe. Und wir haben schon wieder eine 2000-Dollar-Bestellung. Oh. So, dann beenden wir jetzt noch den Tag.
Mit den letzten paar Kunden. Dann wechseln wir in den neuen Tag. Dann droppe ich kurz meine Bestellung. It's gone. The package is gone. So schade. Aber irgendwie auch lustig. I got a notification from Santander and I'm like checking this and I'm like, this makes no sense, but I don't care. Amazing. Ja, ich drop dann gleich noch meine Bestellung. Das kaufen wir auch noch. Man gönnt sich ja sonst nichts. Da kommen wir noch ein Klopapier. Das war's, oder? Ich denke schon. Pfandprodukt zu teuer. Cry me a river. So. Boom. Oh. Wunderbar. Gut, ich werde hiernach wieder das Spiel laufen lassen. Damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und dann alles wieder beim Alten ist. So. So, ich glaube, das war's, oder? Sieht zumindest so aus. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein. Wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dann ist dieser Haufen hoffentlich weg, dieser Haufen Kaufsucht. Und ja, dann werden wir endlich für die nächste Lizenz sparen, denke ich. Vielleicht werden wir auch erstmal den Kredit los, mal gucken. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.